Herzlich willkommen zurück. Für dieses Video solltest du bereits Folgendes wissen. Wenn f eine entsprechend differenzierbare Funktion ist, dann solltest du bereits den Zusammenhang zwischen dem Monotonieverhalten von f' und dem Krümmungsverhalten von f kennen und solltest bereits wissen, wie man mit Hilfe der ersten Ableitung Extremstellen differenzierbarer Funktionen finden kann. Deine Ziele für dieses Video sind, dass du die Begriffe Wendestellen und Wendepunkte kennenlernst und erklären kannst und dass du Wendestellen als Extremstellen der Steigung erkennst. Also gut, schauen wir uns einfach das nächste Fenster auf dem Arbeitsblatt einmal an. Hier ist relativ viel Text und auch einiges in den Grafiken zu entdecken. Daher der erste Arbeitsauftrag, lies dir den Text gut durch und achte dabei auf die Grafiken hier rechts. Pausiere kurz das Video. Nimm dir genug Zeit dafür und dann sprechen wir noch ein bisschen darüber. Also gut, du hast sicherlich erkannt, dass x1 und x2 hier überhaupt nicht irgendwelche Stellen sind, denn sie nehmen in allen drei Fällen ganz besondere Rollen an. Zunächst einmal sind x1 und x2 Extremstellen von f'. Das sieht man hier in der Grafik auch sehr schön, denn man erkennt sofort, bei x1 hat f' ein lokales Minimum und bei x2 hat f' ein lokales Maximum. Wir erkennen auch, dass f' dort an diesen Stellen das Monotonieverhalten ändert. Das sind wichtige Informationen, die sich auch im Graphen von f2' widerspiegeln. Wir kennen ja schon den Zusammenhang zwischen dem Graphen einer Funktion und dem Graphen der Ableitungsfunktion und f2' ist ja genau die erste Ableitung von f'. Und wir wissen, dass wenn f' streng monoton steigt, dann muss f2' positiv sein. Und wenn f' streng monoton fällt, muss f2' negativ sein. Und genau an diesen Stellen, x1 und x2, muss f2' 0 Stellen haben. Und hier auch genau jeweils das Vorzeichen ändern. Und wir kennen jetzt auch schon einen Zusammenhang zwischen dem hier, also dem Graphen von f2' und dem Graphen von f. Denn wir wissen, dort wo f2' positiv ist, ist der Graph von f positiv gekrümmt. Und dort wo f2' negativ ist, ist der Graph von f negativ gekrümmt. Und jetzt die neue Information, x1 und x2 schlüpfen eben auch für f in ganz wichtige Rollen. Und zwar nennen wir x1 und x2 in dem Fall die Wendestellen von f, wo sich eben das Krümmungsverhalten ändert. w1 und w2 nennen wir hier die Wendepunkte von f. Also das sind die Punkte auf dem Graphen von f, in denen sich das Krümmungsverhalten von f ändert. In W1 und W2 macht f aber noch was anderes, ganz Besonderes, was auch aus diesem Zusammenhang hier hervorgeht. Und zwar, im Punkt W1 hat die Steigung von f ein lokales Minimum. Das bedeutet, dort geht es lokal am steilsten bergab. Schauen wir uns das an. Grafisch ist das eigentlich sehr schnell klar. Hier wird es zunächst immer steiler und dann doch wieder flacher. Das heißt, genau hier geht es lokal am steilsten bergab. Es passt eben aber auch perfekt zusammen mit f', denn wir wissen, f' beschreibt ja die Steigung von f. Und wenn f' hier genau ein lokales Minimum hat, dann passt das perfekt mit der Idee zusammen, dass es hier lokal am steilsten bergab geht. Analog können wir noch sagen, im Punkt W2 hat die Steigung also ein lokales Maximum. Es geht dort also am steilsten bergauf. Liegt daran, dass es hier eben zunächst immer steiler wird und dann hier wieder weniger steil. Und auch das spiegelt sich sehr schön auch im Graphen von f' wieder. Denn wir wissen ja, f' hat genau bei x2 ein lokales Maximum. Das erkennen wir hier sehr schön. Das bedeutet, Steigung muss genau an dieser Stelle am allergrößten sein. Das mit dem, es geht hier am steilsten bergab, und es geht hier am steilsten bergauf, muss man aber in manchen Situationen ein bisschen mit Vorsicht genießen, wie das nächste Beispiel zeigen soll. Gegeben ist die Funktion f von r nach r mit f von x gleich x hoch 3 plus 3x.
An welcher Stelle hat die Steigung von f ein Minimum und geht es dort wirklich bergab? Nimm dir dafür ein paar Minuten Zeit, pausiere kurz das Video. Du kannst gerne auch Grafiksoftware wie zum Beispiel GeoGebra verwenden, um dir die Sache genauer anzuschauen. Wir sprechen dann auch noch über dieses Beispiel und eben über diese Feinheiten, die ich jetzt eben schon angedeutet habe. Also gut, gehen wir das Beispiel noch gemeinsam durch. Also wir haben eine Funktion f mit der Vorschrift f von x gleich x hoch 3 plus 3x. Das können wir zunächst einfach einmal ableiten. Die Vorschrift für die erste Ableitung ist dann f' von x gleich 3x² plus 3. Und die Vorschrift für die zweite Ableitung ist f2' von x ist gleich 6x. Wir wollen nun das Minimum von f' finden. Und dafür können wir wieder unsere gewohnten Strategien anwenden. Also zunächst einfach einmal die zweite Ableitung genau unter die Lupe nehmen, denn die zweite Ableitung ist ja genau die erste Ableitung von f'. Gut, für welche x gilt, dass f2' von x gleich 0 ist? Wir erkennen, das ist genau für x gleich 0 der Fall und können jetzt eben systematisch mit einer Tabelle vorgehen, um eben f2' ein bisschen genauer zu untersuchen und so unser Minimum zu finden. Also wir wissen, für x gleich 0 ist f2' von x gleich 0. Für x kleiner 0 erkennt man ganz leicht, ist f2' ebenfalls kleiner 0 und für x größer 0 ist f2' auch größer 0. Also tatsächlich wissen wir jetzt, an der Stelle x gleich 0 hat f' ein Minimum. Wir können uns die ganze Sache grafisch anschauen. Hier erkennt man das sehr schön, also der Graph von f' sieht so aus und hat eben genau an der Stelle x gleich 0 ein sogar globales Minimum. Hier der Graph von f2'. Ärgerlich ist nur, oder seltsam ist nur, wenn wir uns jetzt den Graphen von f genauer anschauen, erkennen wir, dass es hier eigentlich nirgends bergab geht. Also wie können wir jetzt diese ganze Situation interpretieren mit dem, dass es an der Stelle 0 ja eigentlich am steilsten bergab gehen sollte? Und warum geht es hier eigentlich nirgends bergab? Das liegt daran, dass f' tatsächlich immer größer 0 ist. Also für alle x ist f' von x größer 0. Das erkennt man einerseits rechnerisch hier und grafisch erkennt man sie auch sehr schön. Also der Graph von f' liegt ja vollständig über der x-Achse. Das bedeutet, dass f streng monoton wachsend ist. Also da geht es nirgends bergab. Das geht gar nicht. Denn es würde der Definition von streng monoton wachsend widersprechen. Das heißt, wir müssen hier ein bisschen adaptieren und dann einfach sagen, es geht hier am wenigsten steil bergauf. Denn die Steigung hat hier ja trotzdem ein Minimum. Das ist noch immer alles völlig okay, aber es geht halt nirgends wirklich bergab. Also wir sagen, hier geht es zumindest am wenigsten steil bergauf, statt es geht hier am steilsten bergab. Also manchmal ist das ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, aber ich finde auch, es ist anschaulich sehr schön, dass man sich das eben mit der stärksten Steigung oder dem stärksten Gefälle vorstellen kann. Manchmal, wie gesagt, muss man das einfach nur ein bisschen mit Vorsicht genießen.